Die Wahl des Co-Trainers zeigt dies ganz deutlich. Die Zusammenarbeit zwischen der Jugendabteilung und den Profis ist eigentlich immer relativ gut gewesen, aber so gut wie sie im Moment ist, war sie noch nie. Dies ist für uns ein Beginn. Wir wollen diesen fortführen, weil wir ganz sicher sind, dass wir nur über junge deutsche, bei uns ausgebildete Spieler in der Lage sein werden, die Liga zu halten und auch unsere Erfolge zu erzielen. Weitere Hintergrund ist, dass wir wahrscheinlich und hoffentlich auch Spieler von anderen Jugendclubs, meinetwegen aus Bad Tölz oder aus Füssen oder wo auch immer sie herkommen wollen, nach Krefeld ziehen können, weil sie sehen, dass sie bei uns in die DEL aufsteigen können. Ich freue mich sehr, dass wir lange da aufbleiben. Machen wir eben schnell ein Foto, da können die Fotografen ihren Wurf nachgehen. Kommt ihr für mich mit den Schützenwarten, von mir ist nach rechts an. Glaubst du? Die Werbung ist besser unter mir. Nur gut, Klaus, dann haben wir so ein Siegerlächeln raushauen. Ja, passt. Danke. Franz, wie lange musst du überlegen, bis du den Vertrag unterschrieben hast? Eigentlich gar nicht. Das ist, wenn wir natürlich erstmal bei den Verantwortlichen, vor allem beim Herrn Schulz, bei Herrn Borgmann, Herr Berten, beim Rüdiger bedanken für das Vertrauen, dass sie in kurzer Zeit zu mir entwickelt haben, auch schon damals, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier hinzukommen. Ich denke, ich habe in kurzer Zeit gesehen, dass meine Visionen hier, oder meine Visionen, die ich habe hier, was ich hier verwirklichen will, dass durchaus die Möglichkeit ist, das umzusetzen. Es ist hier eine sehr, sehr, sehr gute Atmosphäre, um zusammenzuarbeiten. Wir, denke ich, haben was geschaffen, dass wir eine Zukunft gestartet sind, wo es ein Weg ist, der das große Wir über sich hat, wie der Herr Schulz auch gesagt hat. Und es ist natürlich, wir wollen natürlich mit den Pinguinen so viel Erfolg wie möglich haben. Das ist klar, wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen natürlich Erfolg haben und uns Jahr zu Jahr verbessern. Es geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind schon dahinter. Und gleichzeitig schließt es für mich nicht aus, dass in ganz Europa, in der ganzen Welt, dass, wie man auch wieder immer bei den skandinavischen Top-Mannschaften sieht, oder auch bei Vitkovic am Samstag, dass man junge Spieler heranführt, die dann in die Mannschaft integriert werden. Ja, und deswegen muss es halt ein durchgehender Prozess sein. Und es ist halt aber nicht damit getan, einfach nur junge Spieler spielen zu lassen, sondern man muss halt hauptsächlich mit ihnen trainieren und sie ausbilden. Ja, wie gesagt, wir haben hier einen Weg begonnen und es macht sehr, sehr viel Spaß. Zum Beispiel ein Ziel von mir ist, wir haben bei der Schülermannschaft, der schon in DNL spielt, ein Riesentalent mit dem Tim Stützle unter anderem. Das wäre mein Ziel, dass ich den hier noch spielen sehe unter meiner Regie. Ja. Das wird 3-4 Jahre noch dauern, aber das ist so, sind so Punkte neben dem Momentan, dass wir natürlich, wie wir jetzt am Samstag auch gesehen haben, dass wir auch in der Champions League voll auf Sieg spielen und das nicht als Vorbereitung sehen, sondern jedes Spiel, wo wir rausgehen, wollen wir gewinnen. Was aber natürlich immer nicht ausschließt, dass wir insgesamt besser werden wollen. Ja. Das heißt, wir müssen besser trainieren, wir müssen mehr trainieren und wir müssen das Ganze weiterentwickeln. Ja, und hier sehe ich die Möglichkeit, hier habe ich den Rückhalt, hier ist eine Atmosphäre, die Stadt lebt Eishockey, die Stadt liebt Eishockey und besser kann es eigentlich nicht sein. Gibt es Fragen? Franz, du hast gerade angesprochen, den Tim Stützle, den würdest du dann gerne mal bei den Erwachsenen sehen, unter deiner Regie. Jetzt hat aber schon der Sommer gezeigt, dass einige Talente abgeworben werden. Salzburg und Mannheim sind da immer die Konkurrenten, um die es geht.
Wie versuchst du dann die Leute zu halten, dass sie nicht abgeworben werden? Ja, wir haben ja im Endeffekt, wir haben den Schritt gemacht. Ne? Wir haben einiges umstrukturiert, wir haben einen neuen Trainer geholt, der auch im Nachwuchs sehr intensiv arbeitet. Wir kümmern uns alles darum. Also viel mehr, denke ich, geht nicht mehr. Nur ist es halt alles ein Anfang des Prozesses. Und dass uns jetzt ein, zwei Leute abgehauen sind, okay, das ist, ob ihnen das dann helfen wird, weil, weiß ich nicht, weil momentan, denke ich, ist oder bei uns ist zum jetzigen Stand für mich alles gegeben. Wir haben drei Eisflächen grundsätzlich, wir haben qualifizierte Trainer, wir trainieren mit den Profis am Nachmittag zweimal die Woche, wo die Jungs von der Schule kommen können und mittrainieren können. Wir haben großes Interesse, dass das Ganze in einem durchgehend funktioniert. Momentan gibt es für mich keinen Grund, dass Spieler hier abhauen. Und das Internat? Internat haben wir, mit der Schule sehr gute Verbindungen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt, wie du sagst, es ist im Sommer, sind ein, zwei Jungs abgehauen, aber die Reisende soll man auch nicht aufhalten. Ne? Aber für die Zukunft ist es natürlich unser Ziel, dass gerade ein Tim Stützle zum Beispiel, es gibt natürlich noch andere, dass der hier in Krefeld bleibt und dafür werden wir dann alles tun. Herr Schulz hat gerade schon von Füssen und Tölz gesprochen. Du kommst ja daher. Und Tölz habe ich gesagt. Ja, Tölz und Füssen, ja. Zum Beispiel, gibt es da eigentlich aus deiner Sicht eigentlich die Talente, die hier hinkommen können? Ja, da gibt es. Man weiß ja, dass sie, vor allem Bad Tölz hat die letzten Jahre sehr angezogen in der Nachwuchsarbeit, sind immer stärker geworden. Früher war es ja so ein bisschen Landshut, Rosenheim, die waren deutlich besser. Das heißt deutlich besser, oder die waren ein bisschen voraus. Mittlerweile ist Tölz mit ihren zwei Eisflächen, leisten die da sehr gute Arbeit. Und da gibt es sicher Talente, die wir im Auge haben und die wir scouten, die natürlich aber auch besser sein müssen als unsere. Also es ist schon auch unser Hauptziel, dass wir sie hier im Verein ausbilden und dann integrieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir, wie der Schulz sagt, einen Burschen aus Füssen, Bad Tölz, Landshut, Rosenheim oder auch aus Weißwasser, aus Grimmitschau, wenn wir so einen finden, dann werden wir immer gut scouten, wir werden alles im Blick haben und hier, wie gesagt, haben gute Möglichkeiten bieten, sich weiterzuentwickeln. Jetzt hast du verlängert, was wünschst du dir jetzt noch? Ich meine, deine Bedingungen sind okay, aber jeder Trainer hat ja irgendwie nochmal Wünsche, vielleicht besser nicht schnell bei Auswärtsspielen Also ich muss sagen, wir haben viel im Sommer viel gemacht und es ist viel passiert, sieht man ja an der Mannschaft. Also wir haben, es ist zwar, wie der Schulz auch schon erfüllt, es ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal eine Goldgrube gefunden haben, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, es ist alles gleich geblieben. Aber es gibt trotzdem immer so, sagen wir mal jetzt, so zu reagieren auf den Ausfall von Martin Szymanski, das war schon ein sehr positives Gefühl für mich, dass wir den Dragan dann verpflichten konnten. Das ist, hat auch so ein Zeichen gesetzt, finde ich, dass wir heiß sind. Ne? Weil wir hätten auch sagen können, okay, jetzt warten wir mal ein paar Monate, bis der wiederkommt. Aber das war schon ein sehr positives Zeichen für mich. Einerseits in der Richtung, also beim, wo es um Geld geht und andererseits auch, wie ich sehe, wie die Leute im Nachwuchs, wie zum Beispiel mein Co-Trainer, der immer wieder 7 Tage die Woche hier rund um die Uhr eigentlich hier vor Ort ist, wie die Leute positives Feedback geben. Im Moment, ich würde nie sagen, ich bin wunschlos glücklich, weil man muss immer hungrig bleiben und immer weiterkommen wollen. Und im Moment wünsche ich mir, dass wir immer den Schritt weitergehen, dass sich der ganze Verein sportlich, so wie uns, dass wir uns weiterentwickeln. Ne? Dass wir das auch nutzen, dass wir hier eigentlich so positiv, Eishockey-verrückt sind alle, dass wir das einfach positiv für uns nutzen und uns weiterentwickeln. Und Krefeld ist ja ein Name, also wir sind ja nicht irgendwer. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass das Schritt für Schritt weitergeht und dass wir alle dabei zusammenhalten. Weil nur so wird es funktionieren. Wie sehen Sie denn in dem Zusammenhang die Kooperation mit der DL2 für Sie als... Also ich muss sagen, das ist das ganze, die ganze Struktur und wir hatten auch, da gab es auch schon mehrere Besprechungen und Meetings mit der
mit dem neuen Mann beim DB, mit Stefan Scheidnagel und auch mit den DL-Managern. So kann es nicht weitergehen. Ja, weil wenn diese Regelung mit der DL2 gerade für die Vereine, die ein bisschen weniger Geld haben, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Es ist, wir sind nicht in der Lage, oder wir, ich sehe auch keinen Grund dafür, einen Spieler, zum Beispiel Kevin Ohrendorz, der ja bei uns auch Geld hat, dahin abzustellen. Warum? Also das Geld brauchen wir selber und wenn er bei uns nicht spielen kann, dann brauchen wir ihn auch nicht verpflichten. Ja, solche Spieler müssen bei uns integriert werden, weil auch in der zweiten Liga spielt er ja dann, siehe letzter in Bremerhaven, nicht in der ersten Reihe. Na, und wird auch nicht dementsprechend dann so gefördert. Na, das, also ich finde es wichtiger, dass die bei ganz jungen Spielern, die aus der DNL kommen, die noch nicht so weit sind, dass die in der Oberliga Spielpraxis sammeln. Ja, oder am besten, wenn es eine U20-Liga geben würde, wäre vielleicht noch besser. Und ansonsten müssen die mit uns trainieren und dann werden sie so weit sind, auch spielen. Na, das ist... deswegen ist das einfach schwierig und ich denke, es muss überdacht werden, wenn München zum Beispiel 18 Spieler überzählig hat und die wollen in der zweiten Liga ausleihen, okay, aber es kann nicht sein, dass die zweite Liga eigentlich nur Spieler umsonst bekommt, um ihren Kader aufzufüllen. Das macht keinen Sinn. Und da ist auch zu dem Thema, was denke ich auch, finde ich, noch mehr sein könnte in der DL, ist, wenn München zum Beispiel Spieler hat, die eigentlich schon DL-tauglich sind, aber nicht zum Einsatz kommen, dann könnte man die auch vielleicht mal ausleihen in der DL, wie jetzt Mannheim letztes Jahr mit Mirko Höfling gemacht hat, der ja auch nicht zweite Liga gespielt hat, sondern dann in der DL beim kleineren Verein gespielt hat. Also es gibt sicher Möglichkeiten, viele verschiedene, die, ich denke, es muss halt noch einfach alles Sinn machen und einiges überdacht werden. Ist man denn nicht verpflichtet, von Seiten der Pinguine einen DL2-Partner zu haben? Ich wäre der letzte, ist glaube ich Rose, und der noch über ist. Ja, wir sind verpflichtet, Spieler zu lizenzieren. Heißt aber nicht, dass die da spielen müssen. Okay. Und es gibt auch durchaus DL2-Vereine, wie man schon öfter gehört hat, die gar kein Interesse haben. Wie gesagt, ich möchte ganz herzlich negativ reden. Also das ist. Es gab auch durchaus schon Beispiele wie in Nürnberg und Frankfurt, wo das sehr gut geklappt hat, wo aber natürlich Nürnberg auch Spieler wie den Marco Pfleger zur Verfügung gestellt hat, der Grenze Nationalspieler war, der dann in Frankfurt Powerplay gespielt hat und wo einfach auch so weit war. Ja, aber ich kann jetzt nicht, denn wir können jetzt nicht den Tore Weihrauch von der DNL nach Rosenheim schicken, weil es macht einfach keinen Sinn. Ja, und wie gesagt, Kevin Ohrendorz und wie sie alle heißen, die spielen bei uns. Jetzt brechen wir gleich in die Schweiz auf. Spiele gegen Genf und Wolfsburg. Was ist dein Ziel? Wir gehen natürlich immer in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Sprich, im Endeffekt wollen wir natürlich auch das Turnier gewinnen, wenn möglich. Wir werden da auf Top-Mannschaft treffen. Genf, Wolfsburg sind schon mal wirklich wieder große Kaliber. Ist ähnlich wie Champions League. Sind beide sehr starke Mannschaften. Was ein bisschen der Unterschied ist, wir werden jetzt schon wieder in Anführungsstrichen mehr in die Testphase gehen. Wir werden ein bisschen rotieren. Wir werden dann auch mit 12 Stürmern und wohl auch mit 8 Verteidigern spielen, um auch den Jungs die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Ja, das habe ich ja betont, dass Champions League kein Vorbereitungsspiel ist, sondern das eher wie ein Playoff-Spiel ist. Jetzt sind wir wieder mehr in der Vorbereitung. Ja, wir haben deswegen auch gestern eine lange Krafttrainingseinheit gehabt, weil ich das absolut wichtig finde, dass wir weiterhin Energie tanken. Ja, und durch Krafttraining tankt man Energie. Und dann haben wir heute auch ein ziemlich hartes Eistraining gehabt, weil, wie gesagt, wir sind im Trainingslager immer noch, nicht mehr in der Anfangsphase, aber in der weiterführenden Phase. Und die Spiele werden wir jetzt nicht dann, wie ich die letzten 5 Minuten dann mit 2,5 reinspielen. Ja, das wird nicht sein, nur heißt nicht, dass wir jetzt dahin fahren, um einfach nur zu spielen. Ich erwarte, dass wir uns dann in den Punkten, wo jetzt vielleicht kritikwürdig waren in den letzten Spielen, bis unser Torabschluss, der Zug zum Tor, mehr Schüsse aufs Tor, daran müssen wir arbeiten. Ja, und das andere beibehalten, dass wir stabil gespielt haben. Morgen wird auch Patrick Klein im Tor stehen gegen Genf, ja, und die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Ja, und gesagt, ist wieder eine gute Testphase für uns. Rüdiger, die Organisatoren haben da einen guten Job geleistet, du standst regelmäßig in Kontakt. Ja, ich habe gehört. Wissen ja, die Schweizer sind ähnlich wie die Deutschen perfekt in der Organisation.
wir haben schon, nachdem ich das Turnier klar gemacht habe, wir haben die Essenpläne, wir haben die Trainingszeiten schon seit 6 Wochen da. Also ich denke, das wird ein gutes Turnier, ähnlich wie wir es damals in Basel hatten. Und vor allem, wie Franz sagt, die Mannschaften sind eben die Standortbestimmung, wo wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen, um entsprechende Schlussfolgerungen dann noch zu ziehen, trainingsmethodisch. Für die erste wichtige Aufgabe, das ist nämlich, dass man in der Champions League eine Runde weiterkommt und dann für den 16. für den Top-Auftakt hier, ich denke, vor gutem Publikum gegen Mannheim, so wie es aussieht. Schätzt du stärker ein, Wolfsburg oder Genf? Ja, momentan ist es schwer zu sagen, weil die Schweizer Mannschaften sind immer spielerisch, sind immer meistens sind läuferisch stark, spielerisch stark. Möglichst gewöhnlich nicht so, wenn man hart auf den Körper spielt. Und Wolfsburg ist, wie wir immer wieder hören, die Mannschaft, die immer ans Limit geht, sicher auch in der Vorbereitung. Mit der Champions League auch gehabt, spielen wir auch gute Leute. Werden zwar unterschiedliche Spiele werden, denke ich. Also die Schweizer Liga spielt ein bisschen anders, spielt vielleicht ein bisschen offensiver, mit mehr Flow. Wolfsburg wird sehr hart spielen, wird sehr konsequent spielen. Ist optimal für uns. Herr Schulz, noch eine Rückfrage. Sie sagten, die einseitige Option sei irgendwie gekoppelt an den auslaufenden Mietvertrag mit dem Königpalast. Können wir das noch mal ein bisschen präzisieren? Ja, kannst du das? Klar kann ich das. Ich hatte das ja letztens schon mal erklärt, einen Vertrag, wie wir den vor anderthalb Jahren unterschrieben haben, unterschreiben wir nicht mehr. Und es wäre sicherlich falsch gewesen, Franz Pritzmeier in diese Sache mit hineinzuziehen. Die Bedingungen für uns müssen, also für Krefeld-Eisberger, massiv verbessert werden, damit wir auch zukünftig eine Chance haben. Denn auf der Basis dieses Vertrages hat das Krefelder Eishockey, zumindest der Profi-Verein, keine Möglichkeiten für die Zukunft. Könnt ihr da mal ein Beispiel nennen? Weil ich sag mal, die ganze Vermarktung, Business Seats und Logen, die sie damals haben wollten, die ist ja jetzt wieder erst bei den Ja, das geht also, das beginnt natürlich bei den Mieten, bei Nebenkosten, bei verschiedensten Forderungen, die da sind, wie viele Sitze wir zur Verfügung stellen müssen und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze lange Latte von Punkten, die da abzuarbeiten ist und die zu diskutieren sind. Ich hoffe sehr, dass wir da zu einer Lösung kommen. Aber wie gesagt, im Moment ist das auch noch kein Thema, das wir diskutieren können, denn wie gesagt, es läuft ja noch anderthalb Jahre oder sowas. Der Beginn der Diskussion wird sicherlich so, ich denke mal, so gegen Ende dieser Saison beginnen. Vielleicht auch etwas früher, denn wir müssen ja schon vorplanen. Aber so können wir das auf keinen Fall machen. Gibt es weitere Fragen? Perfekt, dann würde ich Ihnen einen Schluss machen.